Willkommen im regnerischen Spa Francorchamps in Belgien. Auf einer der schönsten Strecken der Welt. Wir brauchen noch eine Mod. Und zwar finde ich gut, wenn man nimmt: Fahren Sie bei Nacht. Warum ist sie ausgegraut? Das Streckenszenario für diese Mod entspricht. Achso. Das geht also gar nicht. Okay. Weg. Ja, was nehmen wir denn doch? Wir haben nichts mehr. So was hier, aber das schaffe ich hier sowieso nicht. Nein. Warum ist sie hier unten weg? Rennen starten. Ja, komm. Dann kann ich direkt mal versuchen. Auf der Camel gerade. Heißt die Camp doch, die heißt Camel gerade, glaube ich. Das Ding nach Rouge. Das ist ja fast Nacht hier, ey. Da hätte man die Mod auch gelten lassen. Ja, geil. Direkt Neustart. Geil. Rennen verlassen. Dankeschön. Läuft. Ja, ist halt dunkel. Ich fahre jetzt Belgien nicht so oft im Dunkeln. Da kann man auch mal sich vertun. Ich dachte, ich hatte so einen Bremspunkt, der ist ein Schatten von etwas, aber ja, komme ich glaube ich nicht weiter rausreden. Hallo, 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 hallo. Fuck. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Die durchquetschen. Seht ihr? Neunter. Alter! Wow. Wow. Kann man sich das eigentlich hier angucken? Ne, kann man leider nicht angucken. In einer anderen Ansicht, weil das war hart abge... Naja. Naja, gut, er war vorne, nicht? Er war vorne. Holy! Super knapp. So, jetzt probieren wir mal aus. Motorschaden. Innerhalb kürzester Zeit. Wenn man jetzt überlegt, dass man 10 Runden lang, wie wir mit dem Indycar, die Motorbremse so hart genutzt haben, wundere ich mich, dass der Motor in der Fritten geht. Ich wollte mal kurz demonstrieren, wie schnell das geht. Alter! Du setzt zurück! Ne, wisst ihr was, wir starten das Rennen nochmal neu. Hat keinen Sinn. Das war jetzt so Demonstrationszwecke, ja? Wie man seinen Motor in kürzester Zeit zerstört. So nenne ich die Folge auch. How to destroy your engine in fastest time. In fastest possible time. Wobei, dann hätte ich einfach schon vor der Schikane den ersten schalten müssen. Und nicht erst nach Rouge warten müssen. Naja, egal. Alter, ich werde geschoben von hinten. Die bumsen nicht. Die Säcke. So, die sind da. Boah, ist das dunkel hier. Boah, ist das Scheinwerferchen. Okay, was war das denn jetzt? Ich habe nur einen gesehen, der war links neben mir. War da noch einer, der mir angebumst hat wieder? Drecks-KI hier? Drecks-Treiber-Kara. Was zur Hölle war das? Okay, ich habe auf dem Curb beschleunigt.
man kann hier richtig schnell durch. Oh, 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 oh. Holy! Boah, ich sehe die Pfützen nicht. Okay, wenn ich jetzt zurückspule, sehe ich sie natürlich, wenn ich darauf achte. Aber ich muss doch mal merken, dass sie immer an derselben Stelle sind. Ey. Okay, eine Einführungsrunde, ja. Da muss man mal ein bisschen zurückspulen und dann wird's ernst. Hier weiß ich ja, wo die sind. Da fahre ich mal hier so ein bisschen außen. Dann fahre ich hier nach, ja, voll durch die Pfütze durch. Der Ferrari klebt im Getriebe. Und es gewittert. Ich habe Angst. Nee, habe ich nicht. Ich hatte früher als Kind immer Angst vor Gewitter. Also als kleines Kind natürlich. Ne? Heute finde ich es geil. Früher hatte ich immer richtig Schiss davor. Ohne Berührung. Ohne Berührung. Alles cool. Moment, da ist die Pfütze. Jawohl. Ist da links keiner aus? Weil die KI da vorne ist da gerade so durchgeknallt, als ob da nichts wäre. Fällt mir mal gar nicht. Der fährt jetzt voll durch die Pfütze durch, verliert Geschwindigkeit. Und ich muss wieder abbremsen in der Rouge. Oder auch nicht. Doch, doch. Mann, du Sau. Ich konnte ja nicht rechts rüberziehen, weil da ist ja alles voll Wasser. Hätte ja einfach Planen gehabt. Wieder weggerutscht. Außenrum, ja. Ui. Man muss einmal Betoneier in der Hose haben und dann klappt das auch mal. Einfach mal Eier zeigen. So, Straußeneier. Alter, also das kam unerwartet. Weil der Kollege da so abbremst. Holy shit. Hör mal auf, wenn es zu regnen hier. Ach guck mal, das ist Hacking oder Coolcard. So, der Wespe-Clown, ne? Hab ich jetzt richtig gedacht. Okay, hier ist Wasser. Hab ich das falsch gesehen. Das Wespe-Clown war mit Hacking und Coolcard, ne? Da war noch ein Icon später? Ne, ja. Die hat man schon Vodafone, glaube ich.
Das ist Wes. Der Zauber von Urush. Es hat nicht funktioniert. Ich wollte Vollgas durchfahren. Na klar, funktioniert das nicht. Aber fast. Es würde funktionieren, man muss so richtig einlenken können. Das ist alles. Ich habe mir überlegt, wo wir hier gerade in Belgien sind. Ich ziehe bald um. Oder vielleicht bin ich auch schon umgezogen, wenn die Folge rauskommt, das weiß ich nicht. Da muss komplett alles tapeziert werden. Und da habe ich mir überlegt, dass ich mir im Wohnzimmer eventuell an eine Wand eine Fototapete mache mit einem Bild von der Urush, so einen geilen Blickwinkel, weißt du? Nur leider finde ich keine hochauflösenden Bilder oder Bilder, die hochauflösend sind von der Urush. Stell dir richtig geil vor, ja? So Wohnzimmerwand, da aber Couch ist meinetwegen, da steht auch nichts anderes, da schön großes, schönes Bild von der Urush dann ist. So komplett über die ganze Wand. So 2,50 Meter hört das da sind mal so 2,50 Meter Höhe mal 4-5 Meter. Das fände ich schon ziemlich schick. Weil es gibt keine schönere Kurve auf der ganzen Welt außer Urush. Mir fällt zumindest keine spontane ein. Es gibt noch schöne Kurven, ja, aber Urush toppt alles. Es gibt die Esses in Silverstone, die natürlich mega geil. Es gibt. Boah. Mal scharf nachdenken. Senna ist in Brasilien, wobei das finde ich jetzt gar nicht so spektakulär, wenn ich ehrlich bin. Ja, gibt schon ein paar coole Kurven. Aber nichts kommt an die Urush ran. Nein! Ich bin im Überlegen, ob wir die F1-Saison hier mit dem Renault R17, ob wir die. Wow! Moment. Ob wir die komplett auf extra lang fahren. Weil Formel 1, weil geil, weil. Ne? Mal schauen. So, komm, fahren wir hier mal durch die Nasse durch. Ich glaube, dann gewinnt man doch Zeit, weil man ist so langsam einfach nur. Ist da gar nichts passiert. Bezüglich. Aquaplaning ist ja auch nichts. Das ist schon geil hier. Also mit dem Gewitter die ganze Zeit im Hintergrund, ich finde das richtig atmosphärisch. Ja, und so passieren die berühmtesten Urush-Abflieger der Welt. Aus dem Nichts auf einmal plupp, Auto weg.
Alter, ernsthaft jetzt? Jetzt hab ich ja gepennt, ey. Da kannst du mir nicht erzählen. Ich glaube, es gab auch mal die Rouge mit einer Schikane drin. Oder es war der Plan. Bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Damit die entschärft wird halt, ne? Ich bin froh, dass es nicht... dass entweder das geändert wieder worden ist, oder dass es nicht umgesetzt worden ist. Ich bin mir da echt nicht sicher. Ich meine, ich hätte mal ein Bild gesehen mit der Schikane in der Rouge drin. Weil mit Schikanen haben sie ja viele Strecken geschnitten. Catalunya. Die letzte Schikane. Größte Bullshit. Weil es bringt keine mehr Überholmanöver. Nicht an der Stelle. Und es ist irgendwie langweilig. Auch zu fahren ist langweilig. Und auch, was mir gerade noch einfällt, gutes Beispiel, Manicur. Ist jetzt schon ein bisschen älter, ja. Nein. Manicur, da ist man am Ende quasi... Boah. Du hattest... Du bist bergab gefahren, du hattest eine relativ schnelle Rechts-Links-Schikane. Und dann ging es in eine relativ scharfe Rechtskurve auf Start und Ziel. Und das haben sie komplett geändert. Du fährst quasi den Berg runter. Hast dann eine relativ enge Rechtskurve, Entschuldigung. Und dann eine Schikane vor Start und Ziel. Okay, vom Hören sagen, hey, ist das jetzt gleich, ja, und? Müsst ihr euch mal angucken. Einfach mal die Kur, alt und neues Layout. Und ich kenne nur das alte. Ich war recht überrascht, als dann auf einmal da... alles anders war. Ich glaube auch, das war zu einer Zeit, wo die Strecke nicht mehr im Formel-1-Kalender war und da haben sie den nicht mitbekommen. Die alte Strecke Manicur kenne ich halt noch aus diversen Spielen und die war halt mega geil. Ich liebe diese Strecke. Ich mochte die so sehr. Und als ich dann gesehen habe, dass sie beschnitten worden ist, dachte ich mir auch, alles klar. War ja nichts anderes wie Hockenheim. Also ich kenne jetzt keinen spontan, der sagen würde, ja, der neue Hockenheim ist so viel geiler. Auch der Nürburgring, die ganze Mercedes-Dreck da am Anfang. Jetzt nicht wegen Mercedes, sondern wie heißt das? Infield da. Das früher auch nicht, das war einfach nur eine rechts-links. Also eine relativ enge rechts- und eine schnelle Linkskurve war das. Wer war das nicht? War ziemlich geil immer. Da hat sich glaube ich auch mal die Kaltfilter geschlagen am Start. Ich weiß nicht, wann da war. 2000. 1, 2, 3 oder irgendwie was. Ja, und hier, die haben sie auch beschnitten. Belgien, Spa, Baststopp. Die Drecksschikane, die sie jetzt eingebaut haben. Das war früher viel geiler. Da bist du quasi. Warte, sind gleich da. Ja, kann man schlecht beschreiben. Du bist ja halt wie so ein Bastard. Du bist links, rechts und dann, also links, rechts wirklich enge Schikane und dann rechts, links quasi wieder Vollgas durch. Und dann warst du hier. Hatte definitiv mehr Charme als. Das ganze umgebaute Zeugs hier. So, ich bin hab voll Durst irgendwie. Guck mal, McLaren MP4 war irgendwie eine Übermacht. Platz 1, 2, 3 und 4. Das Schöne ist, volle Punktzahl. Das heißt, 5000 Punkte. 5000! Jawohl. Oh, nächstes Rennen. Kohle absnacken. Nicht ganz so viel wie sonst, weil ich keine Mods drin hatte, glaube ich, die irgendwie viel bringt. Ah doch. Ach ja, die bringen auch Kohle. Stimmt, ja blöd. Ja, wir haben so viel Kohle. Tsching.
So, boah, das ist eine very gute Frage. Weil so ein Auto können wir später dann doch tatsächlich gebrauchen. Ich will die... Das kostet aber 800... Ach, weißt du was? War richtig hart drauf geschissen. Legendäres Auto. Peugeot Number 9. Peugeot Sport Total. War total. Ne, ist total, ne? 108. Und die eine Mod ist weg. Yippie! Und Level 13. Oh, Monster, geil! Oh. Okay, da musste ich mich mal ganz kurz freuen. Entschuldigung. Aber Monster ist halt... ist halt geil. Gucken wir mal, dass wir vielleicht sogar nächste Folge dann etwas Überlänge machen und dann beide Rennen in eins hauen. Also Monster und das Finale. Schauen wir dann einfach mal. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Forza.